Da sind wir wieder bei Dead Rising. Wir töten Zombies. Ich habe gerade eine Kill-Kombo von 500 und ich habe Spaß. Von 500? Ja. Aber ich bin selber fast tot. Deswegen werde ich wahrscheinlich in den nächsten Sekunden sterben. Ja, und ich habe keine Waffe. Okay, ich habe gerade 38. Oh, okay. Alter, ich bin so tot, ich habe noch einen Strich Leben und ich stehe einfach mit so vielen Zombies drin, dass ich nicht aufhören kann zu kämpfen. Halbes Herz. Alter, ich hör auf. Komm, ich renne einfach. Ja. Nein, kill weiter. Nein, nein. Scheiß auf meine Kombi. Ganz ehrlich, ich will nur nicht sterben. Trink allen Alkohol, den du finden kannst. Oh, das ist ein Typ. Hallo Mensch. Hallo Mensch. So, ich soll echt weggehen hier. Ist das schlimm, was ich hier mache? Das kann ich weglegen. Den kann ich weglegen. Ich nehme mal einen Wagen mit. Einen tollen. Ich nehme eine Waffe raus, danke. Oh, ich habe ein Minimotorrad. Das ist übrigens mein Granatenhammer. Mein neuer bester Freund im Kampf. Ich glaube, ich gehe gleich nochmal zu so einem Haus hin. Ich hole mir nochmal einen neuen Granatenhammer. Oder ein paar Stück. Warum das denn? Ja. Wie denkst du, geht der bei dem Psychopathen ab, der Granatenhammer? Gar nicht. Stimmt. Der wird gar nichts bringen. Der ist vollkommen ineffizient. Jo, die Straße geht. Hilfe! Da geradeaus und dann rechts in die Seitenstraße. Okay. Ach ja, ich habe hier noch Levelpunkte zu verteilen, wahrscheinlich. Na, habe ich gerade auch noch verteilt. Machen wir einen Psycho? Ja. Okay, oder machen wir die Hauptmission, weil die auf dem Weg liegt? Dann können wir ja erst die Hauptmission machen und dann den Psycho. Aha, so ein ist der Manuel. Ja, effizient. So, ich mach gerade Fernkampfwaffen hoch. Echt? Ja, ich habe alles andere voll, was ich voll haben will. Ja? Ja. Hast du mehr Punkte als ich? Ich habe keine Ahnung. Also, hast du auf Leben und Inventar mehr gegangen, oder? Ja, klar. Alles okay, das, voll. Ja, das habe ich beides nicht voll, zum Beispiel. Weil mir Schaden wichtiger als Leben ist. Ja, Schaden habe ich ja schon voll. Ja, Nahkampfschaden habe ich auch voll. Aber ich habe da Mechanik, oder was? Warte mal, meinst du diese Fernkampfdinge zählt auch für den Schnitter? Weil das ist ja auch in gewisser Weise Fernkampf. Ich habe keine Ahnung, was da zählt, aber es ist ja auch, man kriegt weniger Schaden durch Schusswaffen und Sprengstoff und bla bla. Deswegen hilft es auch. Ich habe Gewandtheit voll, Intelligenz voll, Nahkampf voll. Ja, schick mir nach dem Ding hier einfach mal, wir können ja nochmal nach der Aufnahmesession einen Screenshot machen beide. Dann sehen wir das ja. Jo. Wie viel kostet, bitte ist es nur so eine normale Pluswaffe. Granatenhammer, da. Ich bin gleich beim Ziel. Okay, ich habe 4 Granatenhammer dabei. Ah, ich habe gar nichts dabei. Oh, scheiße, meine Waffe, meine... mein Motorrad ist kaputt. Fuck! Ich brauche irgendeine Waffe. Ja, jetzt habe ich einen Koffer, cool. Dann sind wir so. Wir sind der Ritter. Wir sind Schreck. Warten, bis Manuel sein Ziel erreicht. Ich rette hier gerade eine. Achso. Bist du jetzt bei Gelb oder beim Psycho? Bei Gelb bin ich jetzt gleich. Mir steht, du bist 300 Meter daneben. Ja. Ja, 300 Meter sind ja nix. Genau. Boah, wie ineffizient das ist. Was war das denn? Motorradkünste. Wie viele soll ich denn hier töten, Mann? Wird mir aus dem Weg. Mist, es brennt! Dann steig doch ab. Okay. So kann man es auch machen. Ist sie gestorben, ohne dass ich es gemerkt habe? Oh, anscheinend. Ich sehe nämlich keine mehr, die ich retten könnte. Boah, wie nervig das ist, dass die Zombies einen aus dem Auto rauszehren wollen. Ja.
Könnte man damit aufhören? Nö. Oh, das wäre aber voll cool. Ne, bei der letzten Stufe bei irgendeiner Verbesserung sind Fahrzeuge unzerstörbar, ne? Lol. Das ist krass. Ja, aber Fahrzeuge geben ja leider nicht so viele Punkte. Finde ich aber gut, weil sonst würden wir nur noch fahren. Ja. Sonst würden wir zu Battlefield-Spielern werden. Oh, ich hab Kaffee. Nur noch 150 Meter bis zum Ziel. Ja, ich rase gerade die Straße mit dem Auto entlang. Vielleicht komme ich auch sogar an. Oh, hier ist ein Bauplan. Da oben irgendwo. Aber ich ignoriere den mal. Der Bauplan, der mir angezeigt wird, hier ist auch nicht direkt bei mir. Du bist noch 100 Meter entfernt, oder? Circa. Ja. Ja. Du bist neben mir, oder? Nee, doch nicht. Wurde falsch angezeigt. Runter! Ich cruise hier gerade mit dem Automobile durch die Zombie-Massen. Alter! So, ich bin drin, ich bin drin, ich bin drin. Manuel ist drin. Ich hab's gestartet. Ja, aber für mich macht es gerade noch keinen Teleport. Ja, aus. Ich soll jetzt die Leute töten. Ja, ich bin noch 100. Also nicht Leute, sondern Zombies. Runter, Arschgesicht! Okay, noch 70 Meter. Bist du in diesem Museum drin? Ich glaube, ja. Axtwerfer? Lol. Oh, Mist! Hab's! Was hast du? Den Axtwerfer. Achso. Ja, ich gehe gerade einmal. Wie bescheuert ist das denn? Ich renne gerade einmal ums Museum rum, dass ich zu dir komme. Ja, vor allem, ich musste gerade irgendwie durchrennen und ganz hinten 300 Meter weiter weg ist einer. Hä, oder was? Nee. Verpeilt? Ich muss durch das ganze Museum. Was wollen wir nochmal im Museum? Diego finden. Ja, genau. Der ist da verschwunden mit dem Schlüssel. Okay, die Tür ist zu und die daneben ist offen. Manu! Ja? In dem Museum. Hallo. Kann ich hier rein? Bin hinter dir. Nee. Hallo. Wie siehst du denn aus, ey? Explosivo! Alter, ich musste den drei Äxte reinknallen, damit der stirbt. Was ist das denn für eine Waffe? Guck dir das mal an! Also, du musst drei Äxte pro Zombie machen. Ja, so ziemlich. Ja, nee, das war wohl, weil er ein Bulle war. Aber trotzdem schlechte Waffe. Ja, aber trotzdem lustig. Ja. Sag mal, was machst du denn da? Ach, ich guck mir mal das Museum an. Na, guckst du nicht. Hast du was gefunden? Ja, eine Anlage. Diego! Du musst damit aufhören! Diego! Bitte, Mann! Diego! Hör zu, bitte, wir müssen hier raus! Wir haben keine Zeit für sowas! Unbekannte Lebensformen voraus. Keine Kohlenstoffspuren. Geht bald eine Bombe hoch! Wir müssen hier weg! Verstanden. Lebensformen werden liquidiert und organische Überreste zur Analyse zum Schiff gebracht. Nein. Diego! Nein! Nein! What the fuck? Der war bei Überlebenden... Ich bin kein Forschungsobjekt! Ich verstehe das nicht! Dafür war die Axt da! Die haben runtergekickt. Warte, Granatenhammer! Granatenhammer! Alter. Nein, du hättest komm, er ist wieder runtergestürzt. Ich mach grad den Finisher. Nein. Er macht gerade den Finisher auf mich. Nichts gebracht. Aua. Entschuldigung, ich schlag gerade einfach nach allem.
Boah, wie schnell der ist. Er hat sie durch die Wand gebackt. Ah ne, jetzt ist er wieder hier, hä? Komm runter! Ich lass dich nicht mehr fliegen! Aua. Oh, ich bin fast tot. Hast du Essen vielleicht? Ich hab... Nee. Vielleicht hier im Fischgebiet des Museums. Wie wenig Schaden er es bekommen hat. Leute, meine Kamera ist gerade voll rumgebackt. Hä? Was, wie wenig Schaden der erst bekommen hat? Der hat schon eine ganze Leiste verloren. Hat er? Ja. Dick stirbt. Hilfe! Ah! Hat so eine Rakete getroffen. Ah! Ja, deswegen bin ich ja tot. Du brauchst Essen, um mich wieder zu beleben, ne? Ach so. Direkt neben mir liegt Essen. Ist einfach auf mich draufgefallen. Neben dir? Ja. Da liegen so Minzdinger. Genau. Ja. Ma! Hebt du die Ration auf, Alter? Du siehst platt aus. Hey, bist du in Ordnung? Oh ja, zwei Striche Leben, damit werde ich. Ich hab's einfach genommen und gegessen. Hä, hey, ich hab's mir gerade selber aufgehoben, aber. Okay. Wieso gibt's hier kein Essen? Hi, ein Apfel. Lecker, noch ein Apfel. Hm. Num. Okay, ich bin wieder voll. Der steht hier einfach. Ja, der landet ja ab und zu, dass man eben im Nahkampf eine Chance hat. Schwere Geschütze. Hat doch so viel durchgemacht. Verdammt! Go! Und dann, genau, schlag ihn! Wow, das hat ja richtig viel gebracht. Geh weg! Geh weg! Böser Mann, geh weg! Miese Qualität! Aua. Ist doch nett. Lol, mein Hammer hat dich einfach runtergeholt, weil ich meinen Hammer nach ihm geworfen habe. Lol, das ging. Du hast ihn festgehalten und ich habe einfach draufgeschlagen. Genau. Diego! Diego! Pachamama! Tut mir leid, dass ich das tun musste. Bitte, steh auf! Oh Mann, Nick! Was hast du da gerade gesagt? Pachamama? Pachamama. Meine Mutter hat das immer zu mir gesagt. Das Einzige, was sie noch von meiner Kindheit weiß. Ich habe das schon mal gehört. Nick? Oh. Ich muss dir was zeigen! Komm her! Komm schon! Hä? Warum ist er denn jetzt wieder normal? Ich habe drin was gesehen. Hey, guck mal, da war der Charakter vom letzten Spiel. Ich weiß. Und der vom ersten. Den Kerl kenne ich doch. Kalito Keys? Ja. Der ist vom ersten Spiel. Das war der Verursacher vom Ausbruch 2006 in Willamette. Seine Schwester Isabella half ihm. Sie holten den Parasit aus Zentralamerika. Was ist mit ihm passiert? Er ist tot, schätze ich. Und sie ist danach verschwunden. Dabei sollten sie diesen Scheiß nach Fortune City doch unter Kontrolle haben. Ich dachte, mit den Zomrek-Chips tanzt keiner mehr aus der Reihe. Sieh mal hier. Hä? Siehst du das? Das macht mir eine Scheißangst, Mann. Dieser Zombie soll den Smithwill-Ausbruch im Jahr 2007 begonnen haben. Das war der erste Ausbruch nach Willamette. Sieh dir seinen Hals an. Nein, 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 Scheiße, Mann! Was bedeutet das? Ich weiß es nicht! So ein Mist! Scheiße. Okay, wir müssen uns erst auf die lösbaren Probleme konzentrieren, ja? Wir hauen ab und finden dann raus, was vor sich geht. Du hast den Schlüssel, richtig? Scheiße! Diese Gangtypen haben mich ausgeraubt. Ich war so fertig. Sie haben den Flugzeugschlüssel. Nick, holen wir ihn zurück. Was gibt's, Mann? Nichts, Mann. Nichts. Alles gut. Oh, eine Nachricht auf Xbox Live. Ah, cool. Oh, der hat irgendwas mit Minecraft geschrieben. Spiel erfolgreich gespeichert. Ich hab schon irre Tote gesehen. Hey, ne? Nicht solche, Mann.
vom Pharmaunternehmen Phenotrans entwickelte lebensrettende Arznei Sonrox ermöglicht es vom Zombies gerissenen Personen. Nachforschen. Okay. Der Journalist Frank West wurde als einer der wenigen Überlebenden des ersten Zombie-Ausbruchs auf amerikanischen Boden im Jahr 2006 berühmt. West erhielt die höchste für seine Fotos der Epidemie. Seine Verschwörungstheorien bezüglich einer Beteiligung der Regierung wurden größtenteils widerlegt. Carlito Keys aus Mittelamerika war für den Willamette-Ausbruch verantwortlich, den er offenbar nur zum Spaß verursachte. Er behauptete, das sei die Rache für das von der US-Regierung ausgeführte Massaker in seinem Dorf Santa Cabeza. Beweise dafür wurden nie gefunden. Okay. Oh, guck mal, hinter Frank West steht eine Frank West-Statue. Cool. Echt? Ja. Ah, hier im Museum liegt noch ein Bauplan. Gerade in der Cafeteria. Schon interessant. Ich hab's nicht gehört, tut mir leid. Spiel's nochmal ab für die Zuschauer. Nee. Welches war's denn? Du hast alle abgespielt. Jeff Green war einer der wenigen Überlebenden. Das weiß er aber schon. Alter. Falsche Richtung! Du hast keine Ahnung, Kleiner. Manu, hab's hier hingelegt. Alter! Schaffen Sie das? So müssen wir gegen den Endboss vom Spiel kämpfen. Einfach beide, ja, wenn die. Beide! Ja! Dann kommen beide an so. Aber vielleicht hat er auch ein Spiegelschild. Die 2005 im Dschungel von Zentralamerika entdeckt wurde. Ein Stich. Ja! Implantierte mikroskopisch kleine Karten in den Blutkreislauf des Opfers. Diese wachsen im Stammhirn, töten. Warte. Das wird gehen. Nein! Hier. Oh, er will den nicht das nehmen. Nehme ich nicht. Ja, manche Sachen nehmen die nicht. So übertriebene Waffen wollen die einfach nicht. Alter! Du willst das nicht! Wie die Äxte rumfliegen. Alter! Kann nicht sein!